eben ein YouTube-Video gesehen und spontan auf die Idee gekommen, mal so einen Zeitraffer zu machen. Habe ich noch nicht gemacht, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Hinter euch läuft jetzt meine alte Kamera mit Fernbedienung und so weiter und so fort und macht jetzt alle Sekunden eine Aufnahme. Ich setze mich jetzt einfach mit der Kamera daneben und mache auch noch mal so ein paar Bilder, falls sich irgendwas ergibt. Ja, und dann lassen wir uns am Ende mal da überraschen, was bei rauskommt. In dieser Richtung kommt eine schöne Regenfront an. Ich bin schon am Überlegen, die Kamera vielleicht zu drehen in diese Richtung. Aber ich weiß nicht, dadurch, dass da keine wirkliche Wolkenstruktur mehr drin ist, ob da denn noch was zu sehen ist. Ich glaube, deswegen lasse ich das so. Vielleicht kommt das hier sogar rüber. Das Auto lasse ich offen. Im Fall der Fälle kann ich das ganze Zeug hier reinschmeißen. Gut. So, das ist meine alte Kamera. Dann habe ich hier die Fernbedienung, da ist alles eingestellt. Wie gesagt, alle 10 Sekunden macht sie ein Foto. Ich habe einen ND8-Filter da oben drauf. Und wie gesagt, ich lasse mir einfach mal überraschen, was dabei rauskommt. Und ein Weitwinkel. Aber das Problem, ich sehe schon, das Akku macht gleich schlapp. Ich habe diese Kamera schon längere Zeit nicht mehr benutzt und somit auch die Akkus. Und deswegen wird das hier gleich abkacken. Und sollten die anderen Akkus nicht mehr voll sein? Tja, da habe ich halt Pech gehabt. Entweder nehme ich dann diese Kamera oder die Aktion hat sich einfach erledigt. Das Endergebnis werde ich ja dann trotzdem sehen. Mal gucken. Lass mich, wie gesagt, einfach völlig überraschen, ob das so klappt, wie ich mir das auf der Schnelle erhofft habe. Gut. Ich habe mir hier noch so ein bisschen unter den Bäumen versteckt, damit ich so eine kleine Zeitverzögerung habe, was den Regen angeht, dass ich hier nicht sofort lossprinten muss. Aber ich sehe gerade in diese Richtung, scheint das auch anfangen mit dem Regen anzufangen. Auf meiner neueren Kamera, auf der 90D, habe ich ja eine Sonnenblende drauf, die hält ja den Regen dann immer noch ein bisschen ab. Aber bei der 1100D, da passt keine Sonnenblende drauf, weil ich den Filter darauf geschraubt habe. Der ist ein bisschen weit größer. Ja. Ich werde mal die Kamera wegpacken. Ich glaube, das wird ja heute nichts mit Foto. Und dann mache ich mal gleich einen Schwenk hier, was den Regen angeht. Ja, da hinten regnet es so heftig. Das ist das, was ich gesagt habe. Da ist keine Struktur in den Wolken. Von daher denke ich mal, würde das nicht springen. In diese Richtung wird es etwas weniger, aber in diese Richtung fängt es jetzt auch schon an zu regnen. Wie gesagt, ich lasse mich da einfach völlig überraschen, was dabei rauskommt. Ja, und die Kamera macht unaufhörlich ihre Fotos. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, ist es dort mächtig am Regnen. Sieht hier nicht ganz so aus, aber im Live sieht es schon ein bisschen anders aus. So, jetzt ging es mit Ihnen mal doch ganz schön heftig los. Jetzt hört es gerade schon wieder auf. Und oder wird doch wieder hin und wieder ein bisschen mehr. Ja, gut. Dann soll es das mit diesem kurzen Video gewesen sein. Das Zeug habe ich vom Kofferraum hier reingepackt. Ich werde das jetzt nach und nach einpacken. Und dann jetzt wieder nach Hause. Und übermorgen ist eine Radtour geplant, deswegen hatte ich das Zeug eigentlich schon weitestgehend zusammengepackt. Aber dafür können wir schon mal losziehen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.